Israels Militär hält den Druck auf Irans Verbündete weiter aufrecht. Im Libanon wurden laut Armeeangaben Terrorziele im Raum der Hauptstadt Beirut bombardiert. Im Zentrum des Gazastreifens sollen zwei Kommandozentralen der islamistischen Hamas ausgeschaltet worden sein. Unterdessen bekräftigt Premier Netanyahu, dass man auf den Raketenangriff des Irans reagieren werde. Nur wann und wie, das ist weiterhin unklar. Explosionen und Feuer in der Nacht in Beirut. Israel setzt seinen Kampf gegen die Hisbollah im Libanon fort. Wir drängen die Hisbollah weiter nach Norden. Einige der Terroristen sind geflohen, andere sind in direkten Kämpfen mit unseren Kämpfern gefallen. Seit Beginn der Operation haben die Streitkräfte etwa 440 Terroristen vom Boden und aus der Luft ausgeschaltet, darunter 30 Kommandeure verschiedener Ränge. Unter anderem versteckt die Hisbollah sich in unterirdischen Tunneln. 250 Meter des Tunnelsystems habe man bereits zerstört, so das israelische Militär. Weitere Tunnel neutralisiert, so wie diesen. Doch durch die israelischen Angriffe kommen auch immer wieder Zivilisten ums Leben, werden verletzt oder verlieren ihr Zuhause. Sie suchen Schutz in notdürftigen Lagern. Das Rote Kreuz unterstützt die libanesische Zivilbevölkerung mit rund 17 Tonnen Medikamenten. Unterdessen sprach sich der französische Präsident Emmanuel Macron am Samstag für einen Lieferstopp von Waffen an Israel aus. Wir wollen Frieden und Sicherheit für alle. Wenn wir einen Waffenstillstand fordern, ist es nur konsequent, keine Waffen zu liefern. Diejenigen, die sie liefern, können nicht jeden Tag einen Waffenstillstand fordern und sie weiterhin liefern. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu reagiert prompt, nennt die Forderung eine Schande. Während Israel gegen die Kräfte der Barbarei unter Führung des Iran kämpft, sollten alle zivilisierten Länder fest an Israels Seite stehen. Doch Präsident Macron und andere westliche Politiker fordern nun Waffenembargos gegen Israel. Sie sollten sich schämen. Verhängte der Iran ein Waffenembargo gegen die Hisbollah, die Houthis, die Hamas und seine anderen Stellvertreter? Nein, natürlich nicht. Diese Achse des Terrors steht fest zusammen. Außerdem bekräftigte Netanyahu eine geplante israelische Reaktion auf den wenige Tage alten iranischen Raketenangriff auf Israel. Wir blicken zu unserem Chefreporter in Tel Aviv, Steffen Schwarzkopf. Guten Morgen, Steffen. Ist ein Ende der Militäraktion im Libanon überhaupt abzusehen? Oder was sind die weiteren Pläne? Was hörst du aus den Kreisen in Israel? Nein, ich glaube, ein Ende ist noch nicht abzusehen, auch wenn der israelische Premierminister Netanyahu gesagt hat, dass ein Großteil der Raketen der Hisbollah inzwischen zerstört worden sind. Das, was wir tatsächlich erleben und das, was der Norden Israels momentan erlebt, ist ein anderes Bild, weil wieder in den letzten 24 Stunden über 130 Raketen und Geschosse abgefeuert wurden, auch Drohnen, die abgefeuert wurden. Daran kann man, glaube ich, erkennen, dass die Hisbollah durchaus noch in der Lage ist, den Norden Israels zu bedrohen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass die Militäroperationen der israelischen Armee jetzt kurz vor dem Ende stünden und dass das Ziel, wirklich die Rückkehr von mehr als 60.000 Israelis in den Norden des Landes möglich zu machen, dass das fast erreicht ist. Es sind jetzt wieder heftigere Explosionen aus Beirut gerade erst gemeldet worden in der vergangenen Stunde. Das heißt, die Luftangriffe, die gehen dort weiter und auch die Kämpfe am Boden. Steffen, morgen ist der 7. Oktober, der Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas-Terroristen auf Israel. In Deutschland sind Demonstrationen, Gedenkveranstaltungen angekündigt. Aber wie wird dieser Tag in Israel begangen? Also es ist natürlich ein Tag, der vor allem den Angehörigen, Familienangehörigen gehört. Dementsprechend gibt es eine ganze Anzahl von Veranstaltungen morgens früh um 6.30 Uhr beispielsweise, dort, wo das Nova Musikfestival stattgefunden hatte vor einem Jahr. Dort kommen Familienangehörige und Freunde der Opfer und auch der Geiseln, die ja immer noch im Gazastreifen sind, zusammen. Es sind ja immer noch mehr als 100 Geiseln, die in der Gewalt der Hamas sind. Am Abend gibt es dann beispielsweise auch hier in Tel Aviv eine Veranstaltung, die eigentlich viel größer geplant war, wo man mit bis zu 40.000 Menschen
gerechnet hat. Das israelische Militär hat diese Größenordnung jetzt untersagt. Auf 1.000 ist die Anzahl begrenzt worden. Das heißt, es werden vor allem natürlich die Angehörigen, die Freunde, die Familien mit dabei sein. Warum ist das so? Weil man natürlich fürchtet, dass es weitere Anschläge oder Angriffe auch durch den Iran geben könnte. Und damit sind wir auch beim nächsten Thema. Wir rechnen hier in den nächsten Tagen mit der angekündigten Gegenschlagswelle der israelischen Armee auf den Iran. Die Vorschläge natürlich des Militärs, die liegen auf dem Platz, auf dem Tisch, die Pläne, welche Ziele angegriffen werden könnten. Die Frage ist eigentlich nur noch das Wann. Wann wird das erfolgen? Symbolisch quasi morgen am Tag, am Jahrestag des Terrorangriffs durch die Hamas oder in den Tagen darauf. Aber es dürfte sich nicht mehr um Wochen, sondern tatsächlich nur noch um Tage handeln. Danke an Steffen Schwarzkopf, live aus Tel Aviv.